Die neue TerraSIM-Generation wurde konzipiert für noch mehr Einsatzflexibilität, mehr Bedienerfreundlichkeit und eine höhere Schlagkraft bei perfekter Sackgutablage. Mein Name ist Florian Wagner vom Promotion- und Training-Team und wir schauen uns heute gemeinsam die neuen Features bei den TerraSIM Multisat-Maschinen an. Die Anhängung erfolgt standardmäßig mittels Unterlenkeranbau in Kategorie 2 oder 3. Die Anbauwippe mit doppelschnittigen Laschen erlaubt enge Wendemanöver mit einem Lenkeinschlag bis 90 Grad. Optional ist eine ausziehbare Teleskopdeichsel mit unterschiedlichsten Anbaukategorien verfügbar. Alle Hydraulikanschlüsse sind farblich gekennzeichnet und verfügen über großzügige Ablageschlitze für einen einfachen Koppelvorgang. Gezackte oder glatte Hohlscheiben mit einem großen Durchmesser von 510 mm sorgen für eine intensive Saatbettbereitung. Die paarweise aufgehängten und mit Gummiklemmschalen überlastgesicherten Scheiben verfügen über eine aggressive Scheibenstellung, wodurch gegenüber dem Mitbewerb bis zu 32% mehr Fläche aktiv bearbeitet wird. Dadurch erfolgt eine perfekte Einmischung aller organischen Ernterückstände und auch eine direkte Aussaat ohne vorhergehende Bodenbearbeitung wird ermöglicht. Eine hydraulische Arbeitstiefenverstellung mit gut einsehbarer Tiefenskala ermöglicht Anpassungen an unterschiedlichste Bodenbedingungen. Durch Verdrehen der Diskreihen erreichen die TerraSIM Multisat-Maschinen eine Bodenfreiheit von bis zu 27 cm am Vorgewende. Ein zusätzlicher Aushub mittels Heckkraftheber wird nicht benötigt, auch nicht in Kombination mit Tasträdern. Die einstellbaren gefederten Randbleche werden über die Scheibenecke in der Tiefe geführt. Eine ebene Anschlussfahrt ist gesichert. Für eine minimale und wassersparende Bodenbearbeitung steht optional ein WaveDisc-Scheibenfeld zur Verfügung. Wellsechscheiben mit einem Durchmesser von 510 mm nehmen, angepasst an den jeweiligen Reihenabstand der Seeschare, eine 45 mm breite, streifenweise Lockerung und Bearbeitung des Bodens vor. Das aktiv arbeitende Scheibeneckenfeld ist bei allen Ausstattungsvarianten in X-Anordnung ausgeführt. Seitenzug wird dadurch vermieden und ein gerader Auslauf auch unter härtesten Bedingungen gesichert. Um einen unbearbeiteten Mittenbereich zu vermeiden, wurde zusätzlich eine WaveDisc-Scheibe in der Mitte integriert. Zusätzliche Vorwerkzeuge stehen optional zur Verfügung. Ein Frontboard mit hydraulischer Verstellung ermöglicht die Einebnung des Bodens vor dem Scheibenfeld. Ebenfalls können optional bis zu 3 gefederte Zinkenspurlockerer je Traktorspur, welche mit einer Überlastsicherung bis 180 Kilo ausgestattet sind, zur Lockerung des verdichteten Bodens gewählt werden. Statt den Zinkenspurlockerern stehen auch optionale Scheibenspurlockerer zur Verfügung. Jeweils 2 Scheibenpaare hinter der Traktorspur sind dann manuell anpassbar. Um den Erdfluss vor dem Reifenpacker zusätzlich zu beruhigen und einzuebnen, wird ein optionales Einebnungsboard angeboten. Neben der Werkzeuganordnung der Scheibenecke wurde auch das Fertilizer Pro Düngerschar, mit welchem alle Fertilizer-Modelle ausgestattet sind, überarbeitet. Das feingezackte Einscheibenschar mit einem Durchmesser von 410 mm hat einen sicheren Eigenantrieb. Überlastgesichert mit Gummiklemmschalen erbringt das Schar bis zu 180 kg Schardruck. Zusätzliche Gummischeiben bei der Scharbefestigung erlauben eine Einstellung des Anpressdrucks des Scharkörpers zur Scheibe. Die Einsatzsicherheit wird somit auch bei Sandböden mit geringem Antriebsverhalten gesichert. Die Fertilizer Pro Düngerschare platzieren den Dünger bzw. das Saatgut genau zwischen die Säereihen der Säeschiene. Durch eine leichte Schräganstellung mit integriertem Scharkeil wird eine schmale Saatrille geformt. Wie beim Scheibenfeld sind auch hier die Werkzeuge in X-Anordnung montiert, um ein seitenzugfreies Arbeiten zu ermöglichen. Die Ablagetiefe wird in Prozent am Terminal wiedergegeben und ist durch eine hydraulische Tiefenverstellung während der Fahrt veränderbar. Der Saatgut- bzw. Düngertransport zu den Scharen erfolgt über einen separaten Verteilerkopf. Um eine sichere und verstopfungsfreie Düngerausbringung zu ermöglichen, wurde auf eine Halbseitenschaltung verzichtet.
Die optimale Rückverfestigung vor der Aussaat übernimmt ein großdimensionierter Reifenpacker. Die großen Packerräder mit einem Durchmesser von 900 mm und AS-Profil fördern den Erdfluss und übernehmen die Rückverfestigung von 3 bzw. 4 Saatreihen, abhängig vom Reihenabstand. Durch die große Aufstandsfläche und den einzeln gelagerten Rädern wird ein Verschmieren der Bodenoberfläche am Vorgewände bei engen Wenderadien verhindert. Der Reifenpacker verfügt zusätzlich über eine abwechselnde Offsetstellung von 150 mm. Dies verlängert die Aufstandsfläche des Packers, wodurch ein Tandem-Effekt entsteht, welcher ein Aufschaukeln der Maschine bei höheren Fahrgeschwindigkeiten verhindert. Des Weiteren wird eine Selbstreinigung der Räder gefördert und die Maschine ist leichtzügiger. Für eine optimale Einebnung des Zwischenreifenbereichs bei leichten sandigen Böden ist eine Nivellierschiene zwischen Reifenpacker und Seeschiene optional erhältlich. Für schwere und nasse Böden werden zusätzliche Abstreifer für die Packerräder angeboten. Der Saattank bei der neuen TerraSem-Generation punktet mit größerem Saattankvolumen und erhöhter Einsatzsicherheit. Neben dem Standardmodell mit Einzeltank und Injektordosierung stehen auch Fertilizer-Modelle mit Doppeltank- und Drucktankdosierung zur Verfügung. Bei allen Modellen ist das Gebläse in die Tankvorderwand integriert und verfügt über eine hochpositionierte Ansaugposition, wodurch kein zusätzlicher Staubschutz vonnöten ist. Ebenfalls sind alle Saattanks mit serienmäßigen Tankgittern und Füllstandssensoren ausgestattet. Diese geben den aktuellen Füllstand zentimetergenau am Terminal wieder. Der Aufstieg erfolgt über den seitlich hydraulisch klappbaren Bediensteg. TerraSem Mulchsaatmaschinen ohne Düngerausstattung verfügen über einen Einzeltank mit Injektordosierung. Die Tankdimension wurde um bis zu 20% auf ein Maximum von 4.700 bzw. 5.600 Liter erhöht. Alle Maschinen mit Injektordosierung verfügen über einen Planenrolldeckel, welcher sich mittels integrierter Spiralfeder selbst aufrollt. Dies ermöglicht einen komfortablen Befüllvorgang mit Schaufel oder Big Bag. Alle TerraSem Fertilizer-Maschinen sind mit einem Doppeltank mit Drucktanksystem ausgestattet und verfügen ebenfalls über ein Tankvolumen von bis zu 5.600 Liter. Die Tankaufteilung ist im Verhältnis 60:40 fixiert, wobei 100% des Tankvolumens auch für eine Saatgutart nutzbar ist. Das gesamte Tanksystem ist luftdicht verschlossen und verfügt über 2 Blechdeckel mit praktischer Verriegelung. Diese sind seitlich abschiebbar, dadurch nicht windanfällig und ermöglichen einen komfortablen Befüllvorgang. Die Restmengenentleerung ist bei beiden Modellvarianten über einen separaten Entleerstutzen je Tankhälfte oberhalb der Dosierungen durchführbar. Für lange Arbeitstage wurde eine serienmäßige Tankinnenbeleuchtung und eine Dosierbeleuchtung mittels LED-Streifen integriert. Optionale Beleuchtungselemente am Saattank verschaffen Ihnen beste Sicht auf die seitlichen Arbeitsfelder und die Seeschiene. Betrachtet man die Dosiereinheiten beider Modellvarianten, sind große Unterschiede feststellbar. Die Standardmaschinen ohne Fertilizer-Ausstattung mit Einzeltank sind mit der bewährten Injektordosierung ausgerüstet. Durch eine Verengung unterhalb der Dosierung bildet sich Unterdruck, welcher das Saatgut in den Luftstrom saugt. Bedingt durch das Injektorsystem muss keine Abdichtung des Saattanks oder der Dosierungen erfolgen, wodurch das System wartungsfreundlicher und einfacher zu handeln ist. Bei den Arbeitsbreiten 8 und 9 Meter kommen 2 Dosierungen für die gesamte Seeschiene zur Anwendung. Alle TerraSem Fertilizer-Maschinen sind mit einem Drucktanksystem ausgestattet. Durch den identischen Druck im Doppeltank und in den Dosierungen wird das Saatgut im freien Fall in die Saatgutleitung übergeben. Dies ermöglicht Ihnen eine einsatzsichere Vermischung unterschiedlichster Saatgutarten und die Ausbringung höherer Saatgutmengen über eine längere Förderstrecke. Neben zusätzlichen Abdichtungen am Saattank und den Dosierungen wurde eine serienmäßige Drucküberwachung integriert. Die Modelle TerraSem V8000Z und 9000Z, welche mit 2 Saatgutverteilerköpfen auf der Seeschiene ausgestattet sind, arbeiten mit einem Doppeldosierer. Der Zugang zu den Dosiereinheiten erfolgt komfortabel über einen Bediensteg am linken Klappfeld. Sowohl bei Injektor- als auch Drucktankdosierung erfolgt der Dosierradwechsel werkzeuglos, dank Absperrschieber, falls notwendig, auch bei vollem Tank, und die Abdrehprobe kann einfach mittels Abdrehknopf durchgeführt werden.
In der serienmäßigen Werkzeugbox befindet sich genügend Stauraum für den Abdrehsack, eine Zugwaage und optionale Dosierräder. Sie haben für jedes Modell die Auswahl zwischen 9 unterschiedlichen Dosierrädern. Die Maschine wird standardmäßig über Isobus gesteuert. Das Geschwindigkeitssignal kann vom Traktor über den Isobus oder die Signalsteckdose empfangen werden. Optional ist ein Radarsensor an der Deichsel erhältlich. Das Vordosiersignal für die Dosiereinheiten wird mittels Hubwerksensor an der Seeschiene oder Section Control bereitgestellt. Die Einsatzflexibilität bei TerraSem Fertilizer-Maschinen wird durch die Integration eines Dosierschachts bedeutend gesteigert. Je Dosierung bestehen 3 Zuteilungsmöglichkeiten. Saatgut bzw. Dünger kann über die jeweilige Klappenstellung dem Saatgut oder dem Düngerverteilerkopf zugeführt werden. Dies ermöglicht die Zugabe einer weiteren zweiten Komponente direkt in die Saatrille im Single-Shoot-Verfahren. Erfolgt die Ablage von Dünger oder eines zweiten Saatguts über die Düngerschare zwischen die Saatreihen, handelt es sich um eine Double-Shoot-Ausbringung. Über die mittige Klappenstellung 50-50 besteht die Möglichkeit einer Kombination aus Single- und Double-Shoot, dem sogenannten Double-Mix-Shoot. Dünger kann somit über das Fertilizer Pro-Schar zwischen 2 Saatreihen und gleichzeitig direkt in die Saatrille abgelegt werden. Der Dosierschacht ermöglicht bei Kombimaschinen nun auch die Nutzung des gesamten Tankvolumens für die Aussaat einer Saatgutkomponente. Dazu müssen die Klappen beider Dosierschächte lediglich auf die Saatgutleitung gestellt werden. Für eine perfekte Querverteilung ist der bewährte Verteilerkopf zuständig. Je nach Bedarf kann dieser mit bis zu 6 gesteuerten Auslässen pro Fahrgassenspurbreite ausgestattet werden. Dank trichterförmiger Ummantelung des Verteilerkopfs und automatischer Saatmengenreduzierung wird eine gleichmäßige Saatgutmenge über die gesamte Fläche sichergestellt. Für eine maschinenbreitenunabhängige Aussaat ist ein voll ausgestatteter IDS-Verteilerkopf optional verfügbar. Zusätzlich wird eine Saatflussüberwachung mit einem optischen Sensor pro Reihe für höchste Einsatzsicherheit angeboten. Für die Ausbringung unterschiedlicher Reihenabstände werden zusätzlich Verteilerkopfeinsätze für Maschinen mit 12,5 cm Reihenabstand angeboten. Diese minimieren die Häufigkeit der Kornanschläge im Verteilerkopf und schonen das Saatgut. Erhältlich sind Einsätze für die Reihenabstände 25, 37,5, 50 und 75 cm. Das Zusammenspiel von Dosierung und Verteilerkopf ermöglicht auch Anwendungen im Section- und Rate-Control-Bereich. Eine teilflächenspezifische Ausbringung ist abhängig vom Modell mit einer oder zwei Applikationskarten realisierbar. Bezüglich Section Control kann die Seeschiene bei allen Modellen über die ganze Maschinenbreite automatisch geschaltet werden. Eine automatische Halbseitenschaltung ist in Verbindung mit dem CCI 1200 Terminal und einem voll ausgestatteten IDS-Verteilerkopf bei Maschinen bis 6 Meter Arbeitsbreite möglich. Ab Herbst 2022 wird diese Funktion auch für Isobus-Terminals anderer Hersteller freigeschaltet. Die Einzeltankmaschinen V8000 und 9000 verfügen standardmäßig über eine automatische Halbseitenschaltung. Bei Doppeltankmaschinen mit dieser Arbeitsbreite ist dies nicht möglich. Für eine perfekte Saatgutablage sind die Dual-Disc-Doppelscheibenschare zuständig. Mit einem wahlweisen Reihenabstand von 12,5 oder 16,7 cm, einem Scharschritt von 320 mm und einem Scheibendurchmesser von 380 mm wird für einen einsatzsicheren Durchgang und eine optimale Standraumverteilung gesorgt. Durch einen Scheibenversatz von 25 mm und einem Schardruck von bis zu 120 kg werden Ernterückstände durchgeschnitten und ein Eindrängen in den Boden ist problemlos möglich. Zu beachten sind hierbei die identischen Drillhebellängen, wodurch ein Schargleichdruck erreicht wird. Alle Dual-Disc-Seeschare sind im Parallelogramm aufgehängt. Diese werden über großdimensionierte Druckrollen mit einem Durchmesser von 380 mm und einer Breite von 65 mm in der Tiefe geführt. Die Druckrollen sind in Speichenform ausgeführt, um den Anteil an Feinerde im Bereich der Saatreihen zu erhöhen. Neben jedem einzelnen Seeschar ist zusätzlich die dreigeteilte Seeschiene über eine Parallelogrammaufhängung mittels Viergelenk mit dem Packer gekoppelt. In jedem der 3 Viergelenke befinden sich die Hydraulikzylinder für die Verstellung der Ablagetiefe und des Schardrucks.
Die Ablagetiefe wird in Prozent am Terminal dargestellt und kann jederzeit verändert werden. Ein Verstellweg von 0 bis 8 cm ist möglich. Für einen gleichbleibenden Schaddruck wird ein Druckspeichersystem verwendet. Dieser ist ebenfalls während der Fahrt hydraulisch anpassbar und wird im Terminal in Bar dargestellt. Der Maximaldruck beträgt 40 Bar, dies entspricht 120 kg. Pöttinger steht für Bodenanpassung und dies konnte bei der TerraSAM durch einen dreigeteilten Aufbau perfekt umgesetzt werden. Die Klappfelder der Mulchsaatmaschine sind ab einer Arbeitsbreite von 6 Meter hydraulisch über Stickstoffspeicher vorgespannt, wodurch eine gleichmäßige Druckverteilung über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet wird. Dadurch können sich sowohl Scheibenfeld, Packer als auch Seeschiene den Boden frei nach oben und 4 Grad nach unten anpassen. Der Reifenpacker dient durch eine direkte Koppelung als zentrale Führungseinheit für das Scheibenfeld. Im Gegenzug ist die Seeschiene über ein Viergelenk mit dem Packer verbunden, um sich unabhängig vom Fahrwerk den Boden anpassen zu können. Dies ermöglicht eine exakte Sackgutablage unter schwierigsten Bedingungen. Die Betätigung aller Hydraulikfunktionen erfolgt über eine Direktansteuerung kombiniert mit einer Vorwahlschaltung. Es werden lediglich 4 Steuergeräte benötigt. Ein doppelwirkendes Steuergerät für das Heben und Senken der Maschine am Vorgewende. Ein doppelwirkendes Steuergerät für die Arbeitstiefeneinstellung der Scheibenecke. Ein doppelwirkendes Steuergerät für das Vorwahlsteuergerät zur Ansteuerung von Frontboard, Ablagetiefe der Düngerschiene, Schaddruck, Ablagetiefe der Seeschiene, Spurreißer und Klappung. Und ein einfach wirkendes Steuergerät plus drucklosem Rücklauf für das Gebläse. Für das optionale Zwischenfruchtziehgerät TerraSAM 500 wird zusätzlich ein einfach wirkendes Steuergerät benötigt. Die Bedienung aller TerraSAM Mulchsaatmaschinen erfolgt mit isobusfähigen Terminals. Pöttinger bietet mit dem Power Control Expert 75 und CCI 1200 3 unterschiedliche Terminals an. Das Expert 75 und CCI 1200 Terminal eignen sich für die Maschinenbedienung jeglicher isobusmaschinen. Beim CCI 1200 Terminal handelt es sich um ein multibumfähiges Terminal, mit welchem Section- und Rate-Control-Anwendungen bis hin zur automatischen Halbseitenschaltung mit separaten Verzugszeiten von Dünger und Saatgut möglich sind. Optional erhältlich sind Spurenreißer. Diese sind befestigt am Packerrahmen, schwenken 90 Grad nach hinten und sind mit einer hydraulischen Anversicherung ausgestattet. Neben den Vorauflaufmarkierern, welche über den Fahrgassentakt und das Fahrwerk angesteuert werden, ist zusätzlich eine TerraSAM 500 erhältlich. Diese ist positioniert auf der Deichsel und kann eine dritte Saatgutkomponente oberflächlich vor der Seeschiene oder mit in die Dosierung im Single-Shoot-Verfahren ausbringen. Für eine noch komfortablere Befüllung des Saattanks ist eine hydraulische Universalbefüllschnecke aus rostfreiem Edelstahl für Getreide und Dünger erhältlich. Mit der Offset-Packerreifenstellung und den einzeln gelagerten Rädern verfügen die Mulchsaatmaschinen über sehr gute Nachlaufeigenschaften beim Straßentransport. Für ein stabiles Fahrverhalten auch auf Feldwegen werden die beiden mittigen Packerräder im Straßentransport angehoben. Ist die Maschine ausgestattet mit einer optionalen 2-Leiter-Druckluft-Bremsanlage, sind Fahrgeschwindigkeiten bis 40 km pro Stunde möglich. Eine Aufstandsfläche von 3 Meter und ein niedriger Schwerpunkt wirken sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Mit der neuen TerraSAM-Generation geht Pöttinger auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein. Die Bedienerfreundlichkeit wurde gesteigert. Die Ablagetiefeneinstellung der Seeschiene und der Düngerschiene sind nun hydraulisch verstellbar. Außerdem ein bequemer Zugang zu den Dosierorganen. Ebenfalls erhöht wurde die Schlagkraft und die Einsatzflexibilität. Das Tankvolumen wurde gesteigert. Wir haben nun eine Drucktankausführung und verschiedene Ablagepunkte der Dosierorgane sind möglich. Zu guter Letzt gewährleisten wir auch nun seitenzugfreies Arbeiten. Denn alle Werkzeuge von Seeschiene bis zum Scheibenfeld sind nun in X-Anordnung angeordnet. Perfekt, effizient sehen mit unserer neuen TerraSAM. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Erfolgreicher mit Pöttinger.